Mia und herzlich willkommen bei Elefantus Katus. Mit ein bisschen Verspätung habe ich jetzt ein Video für euch zu dem aktuellen Benutz mich endlich mal Challenge von Anne Blume Creative. Und zwar ging es diese Woche darum, Glitzer zu verbasteln. Also habe ich diese schöne Shaker-Karte gemacht. Viel Spaß beim Zuschauen! Als erstes habe ich mir einfach mein komplettes Glitzersortiment zusammengesucht und hier habe ich Laminierhüllen, die ich dann mit Glitzer fülle. Mit dem gelben und grünen Glitzer habe ich etwas mehr reingetan, weil ich mich an die korrekte Menge herantasten wollte. Und dann habe ich das zweimal durch mein Laminiergerät durchgejagt, damit die Laminierfolie schön glatt wird. Hier versuche ich das mal noch einmal mit dem orangenfarbenen Glitzer, einfach weil mir die Wölbungen vom Glitter bei dem gelben und bei dem grünen einfach zu dick und zu krass waren. Also dachte ich, ich gucke mal, wie das aussieht, wenn ich viel weniger Glitzer nehme. Das war dann aber doch ein bisschen zu wenig vielleicht. Und vor allem sieht man, dass man, also dass auch die kleinsten Teilchen, Glitzerteilchen dazu führen, dass die Folie nicht mehr durchsichtig ist. Das heißt, man muss aufpassen, wenn man hinter dem Laminierpouch noch irgendein Motiv verstecken bzw. hinterlegen möchte, dass es nicht überall nur Glitzer gibt. Und dann habe ich mit der blauen Farbe probiert, so eine Art Himmelgestaltung zu machen. Diese Technik ist nicht von mir, das habe ich letzte Woche bei Jennifer McGuire gesehen. Die hat daraus einfach Hintergründe gemacht, hat aber immer wieder betont, dass eine Shaker Card dafür auch super in Frage käme. Also habe ich mir gedacht, das probiere ich direkt mal aus. Und da die liebe Anna direkt Glitzer als Thema ausgewählt hat, war das natürlich perfekt passend dazu. Außerdem mache ich viel zu wenige Shaker Karten. Und da dachte ich mir, das wäre wirklich der perfekte Moment dazu. Jetzt wähle ich mir ein paar Kandidaten für die Stanzen aus. Da wollte ich versuchen, die beiden zu kombinieren und natürlich die großartige Mathematikerin, die ich bin, habe ich erst im direkten Vergleich gesehen, dass die eine Figur 6 Seiten hat und die andere Figur 8. Also musste ich mir eins von beiden aussuchen. Jetzt suche ich mir noch das passende Papier aus. Zuerst habe ich mich hier für die Laminierfolie mit orangenfarbenem Glitzer entschieden und somit habe ich mich dann für ein Farbschema ungefähr entscheiden können. Jetzt werde ich mir zwei Tanzschablonen zusammenkleben, damit sie mir einen Rahmen ausstanzen für mein Shaker-Element. Und jage das Ganze durch mein Big Shot. Es ist wichtig, dass man die zwei Stanzschablonen nicht auseinander nimmt, damit alles, was man ausstanzt, genau denselben Abstand hat. Da ich ein Shaker-Element haben möchte, werde ich mir erstmal diesen Dekorahmen ausstanzen. Dann werde ich noch mit ein bisschen Moosgummi arbeiten. Und zwar werde ich mir aus diesem Stück Moosgummi gleich noch genauso ein Teil ausstanzen. Und das benutze ich dann statt Foampads zu benutzen. Das ist nämlich viel einfacher und außerdem hat man den Vorteil, dass man nicht unter Umständen die Pailletten an den Kleberrand kleben hat.
Und jetzt fällt uns nur noch dieser Teil aus dem Laminierpouch. Also werde ich gleich die Stanzschablonen trennen und mir nur den Achteck ausstanzen. Komplett, also nicht nur den Rahmen, sondern komplett den Achteck. Die Laminierfolien lassen sich wirklich gut stanzen, insbesondere wenn man das nicht so wie ich macht und den Sandwich so weit an den Rand legt, dass der äußere Teil am Rand überhaupt nicht zwischen den beiden Platten liegt. Aber das war natürlich auch kein Problem, da mit den Scheren ein bisschen nachzuhelfen. Insbesondere, weil ich ja sowieso ein bisschen davon abschneiden muss, damit da potenziell nichts rausschaut. Haben wir alle Bestandteile für unser Schicker-Element beisammen und können anfangen mit dem Kleben. Als erstes kürze ich mir allerdings die Seiten von dem durchsichtigen Element. Und gucke, dass es tatsächlich auch so gut passt. Und jetzt klebe ich mir unseren Laminierpouch direkt auf unseren Rahmen drauf. Es tut mir leid, ich weiß nicht, wieso da so komische Fokusfelder erscheinen. Eigentlich hat sich die Schere ja überhaupt nicht bewegt. Ich drücke das noch ein bisschen mit dem Falzbein nach, damit der Kleber wirklich gut dran pappt. Jetzt klebe ich unseren Moosgummiteil oben drauf. Es geht vom Cardstock, dann über zur Laminierfolie, über zum Moosgummi. Und hier versuche ich das möglichst gerade dran zu kleben, weil dieser Stanzteil natürlich ziemlich dünn und daher relativ instabil ist. Auch hier kommt mein Falzbein zum Einsatz. Hier kürze ich noch ein bisschen alles, was übersteht, mit Schere nach. Und jetzt versuche ich mir irgendein Motiv
auszusuchen, was dazu gut passen könnte. Ich habe nämlich keine Karte geplant. Ich habe nur geplant, dass es eine schicke Karte wird. Und sonst habe ich ganz, ganz viele Standsteile und auch Stempelabdrücke, die ich koloriert habe und ausgeschnitten habe. Und auch diese Blätter, die ich schon in einem Video zuvor gezeigt habe, wie ich koloriert habe. Ein paar Designerpapier, so als Hintergründe. Ich habe mir das alles vorbereitet und daraus suche ich mir jetzt ein paar Sachen aus, um die Karte zu gestalten. Also ihr könnt quasi live verfolgen, wie ich das Ganze mir so zurechtbastle. Ja, ich habe mich für diese zwei Bäumchen entschieden und diesen Igel mit so einem Knopfblumen-Element. Und jetzt suche ich mir einen passenden Hintergrund dafür aus. Ich fand dieses Vellum-Stück mit goldener Folie ganz nett. Das hat alles, was darauf war, so ein bisschen hervorgehoben, war aber auch nicht zu viel des Guten. Und dann hat diese Metallic Cardstock dazu richtig gut gepasst, farblich, und auch die Tatsache, dass es relativ dick war, also konnte man alles da drauf unterbringen und das war auch eine stabile Unterlage für die Shaker-Karte. Jetzt gucke ich erstmal, dass all die Lagen die Größe haben, die ich haben möchte. Und irgendwie fand ich diesen Igel doch nicht komplett passend. Ich habe mir hier ein Kartenrolling von Aktion ausgesucht, diese kraftfarbenen, und die haben ja öfter so Nasen an den Seiten, die trimme ich mir hier einfach mit einer Schere ab. Und fange auch schon mal an, gleich nachdem ich die letzte Mattung zurechtgeschnitten oder beziehungsweise getrimmt habe, auch die Teile drauf zu kleben. Ja, ein Bäumchen müsste gekürzt werden, einfach damit man ein bisschen Perspektive erzeugen kann. Alles, was weiter weg ist, erscheint ja kleiner, und so kann man die Karte noch ein wenig interessanter machen. Hier benutze ich doppelseitigen Klebeband, auch von Aktion. Ich finde, wenn man den einen arbeitet mit einem Falzbein, dann klebt er auch richtig gut. Ich mir nicht sicher war, ob irgendwas anderes außer Alleskleber Vellum kleben würde, habe ich direkt nach dem stärksten Kleber gegriffen und trage das dann punktweise hinter all den folierten Elementen auf. Zum Glück gab es sehr, sehr viele, also konnte man dieses Vellum richtig gut dran kleben.
Und hier habe ich zum Glück die Karte so horizontal zu mir gedreht und da ist mir aufgefallen, dass ich das im Querformat eigentlich noch schöner finde. Und deswegen habe ich mich hier kurz umentschieden und mache die Karte ab jetzt im Querformat. Jetzt benutze ich meinen selbstgemachten Embossing Buddy, um die Folie und auch die potenziellen Klebeüberstände zu deaktivieren, damit die Pailletten nicht an der Folie oder an den Rändern kleben bleiben. Und jetzt suche ich mir ein paar rote und dunkelorange Pailletten aus. Ich hoffe, ich kriege diese bald verbraucht, weil, wie ihr sehen könnt, sind sie alle durcheinander, weil das einfach echt keine schöne Aufbewahrungsform für Pailletten ist. Und am Anfang hatte ich noch vor, sie umzufüllen, aber ganz ehrlich ist es mir momentan einfach zu viel Aufwand, die zu sortieren, um sie noch in verschiedene Döschen umzupacken. Deswegen will ich sie irgendwann mal einfach aufbrauchen, so durchgemischt wie sie sind, und die nächsten werde ich dann direkt sortieren, also beziehungsweise direkt umfüllen, damit sie auch keine Zeit haben, durcheinander zu kommen. Hier noch ein paar durchsichtige. Wieder ein bisschen alles Kleber überall auf dem Rand und jetzt können wir unser Shaker-Element drauf platzieren. Ich lege auch gleich ein paar Acrylblöcke drauf, einfach damit es gleichmäßigen Druck hat und besser kleben bleibt. Jetzt habe ich die Zeit, noch ein bisschen weiter rumzufummeln, weil der Igel mir endgültig nicht gefallen hat. Also suche ich hier nach einem weiteren passenden Motiv. Im Endeffekt habe ich mich für diesen Fuchs entschieden. Den finde ich nämlich zuckersüß. Und außerdem hat er farblich so richtig was hergemacht mit dem Rest, was ich schon da hatte. Also war das eigentlich eine ganz klare Sache am Ende. Jetzt müssen wir nur noch die paar Deko-Elemente draufkleben, aber zuerst muss ich natürlich alles 20 Mal hin und her bewegen, um mir sicher zu sein, dass ich die absolut perfekte Position, die ich auch nicht bereuen werde, für die Teile gefunden habe. Da bin ich schon teilweise sehr obsessiv unterwegs. Jetzt kommen noch ein paar 3D-Klebepads zum Einsatz, und zwar benutze ich recht viele, weil ich meine Karten ja auch verkaufe. Das müsst ihr natürlich nicht, wenn ihr vorhabt, eure Karten persönlich zu übergeben, aber ich möchte einfach sicher gehen, dass sie auch durch die Post gut kommen und immer noch ein bisschen Dimension haben.
Wenn ihr übrigens einen Tipp für mich habt, wie man am besten diese kleinen Schutzfolien da abfummelt, dafür wäre ich super dankbar. Das ist nämlich sowas von nervig, wobei mir gerade einfällt, da hätte ich auch die Stanze benutzen können. Also diese Bäume sind mit einer Stanze aus meinem Bestand ausgestanzt und da hätte ich ja auch einfach die Stanze benutzen können. Aber das ist mir natürlich in dem Moment nicht eingefallen. Das wäre natürlich viel einfacher gewesen. Ich trage noch ein bisschen Kleber drauf auf, einfach damit die Punkte nicht sofort kleben und man diesen Baum noch ein bisschen justieren kann. Also es geht wirklich um Millimeter, aber ich habe gerne eben diese Freiheit und das hält dadurch ja auch noch besser, von daher ist das ja nichts Unhilfreiches. Ich habe doch noch ein paar Stellen mit den Klebepads verpasst, also klebe ich die Zweige jetzt noch nach. Gleich muss ich noch die weißen überschneidenden Pfoten ein bisschen besser abschneiden. Ich habe, als ich diesen Fuchs ausgeschnitten habe, so viele Stanzteile ausgeschnitten, dass ich irgendwann mal einfach keine Lust mehr hatte. Also habe ich kleinen Krampf für später gelassen und jetzt ist wohl später. Jetzt gehe ich ein bisschen über die Ränder mit einem braunen Stempelkissen. Beziehungsweise mit diesem Blending Tool, einfach damit dieser Stempelabdruck ein bisschen mehr Konturen hat. Ihr könnt das gerne ausprobieren, wenn ihr zwei gleiche Stempelabdrucke ausgeschnitten habt, könnt ihr ausprobieren, wie sie nebeneinander aussehen, wenn man bei dem einen die Ränder dunkel angemalt hat und bei dem anderen eben nicht. Also das macht einen riesen Unterschied und seitdem ich davon weiß, mache ich das eigentlich immer. Jetzt kommen weitere 3D-Pads zum Einsatz. Zum Glück muss man hier nur eine ganz, ganz kleine Fläche bekleben. Nee, doch nicht. Noch ein paar von der 1mm Sorte müssen dazu genommen werden, damit die ganze Höhe stimmt. Ich schneide diese 3D-Klebepads auch öfter durch, auch wenn sie wirklich winzig sind, ist das manchmal einfach besser, wenn man nur die Hälfte der Größe hat.
Auch hier trage ich ein bisschen extra Kleber auf, damit ich diesen Fuchs gleich gut positionieren kann. Ich habe mir ein paar Stempelsets beiseite gelegt, die ich gehofft habe, da benutzen zu können, aber irgendwie hat mir nichts davon gefallen. Das Praktische an den Clear Stamps ist natürlich, dass man das zusammen mit dem durchsichtigen Sheet einfach am richtigen Ort hinhalten kann und sieht sofort, ob ein Stempel dahin passt oder nicht. Also geht die Suche jetzt hier weiter und dann habe ich mich für dieses kleine Stempelset entschieden. Natürlich ist mir dazwischen nochmal aufgefallen, dass da noch so eine ganz kleine Stelle weiß war, also musste ich ein bisschen nachhelfen. Und jetzt suche ich mir eine von meinen Papierresten aus. Darauf kann ich dann meinen Spruch stempeln. Zuerst wollte ich was Neues ausprobieren, und zwar wollte ich mit der braunen Tinte und mit der schwarzen Tinte gleichzeitig stempeln. Ein bisschen versetzt, damit man so einen leichten Schatten hat, aber das hat einfach nur schlimm ausgesehen. Also habe ich das verworfen und dann musste noch ein Schnipsel herhalten. Diesen werde ich gleich kolorieren. Das mache ich eigentlich fast immer, dass ich mir den Spruch einfach in schwarz auf ein weißes, dickeres Stück Papier stempele. Und dann nehme ich mir irgendeine Farbe von den Aquamarkern und färbe mir dieses Stück Papier genau passend für die Karte ein. Das macht es sehr viel einfacher, die passende Farbe zu finden. Und außerdem muss ich nicht 1001 Schnipsel Papier aufbewahren in verschiedensten Farben. Ja, hier wollte ich noch eine dunkelbraune Mattung für unseren Spruch. Also habe ich die nächstgroße Stanze genommen, aber das war mir ein bisschen zu hoch. Also habe ich hier noch Partial Die Cutting gemacht, und zwar, da verschiebt man die Stanze einfach auf dem, was man bereits ausgestanzt hat, ein bisschen und kann sich somit das Element einfach ein bisschen kürzen. Jetzt klebe ich mir den Spruch auf diese Mattung drauf.
benutze dann diesen Schaumstoffklebeband, um das ein bisschen mit Dimension anzubringen. Und schon ist unsere Karte fertig. Ja, das war mein Beitrag zur dieswöchigen Challenge Benutz mich endlich mal 2019 von Anne Blume Creative. Wie jede andere Woche werde ich nicht müde, Anne zu danken dafür, dass sie mit dieser Challenge um die Ecke gekommen ist. Das ist wirklich, wirklich toll, dass man jede Woche ein neues Thema hat und sich was einfallen lassen muss. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Gebt mir doch bitte einen Daumen hoch, wenn das der Fall sein soll, und hinterlasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!